Willkommen zurück bei Papiertütenmann. Oh, nee. Ich glaube, ich wechsle gleich das Kostüm. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht, blöd aus. Naja. Ich bin einfach schon mal zur der Hauptquest rübergelaufen. Ich spring mal runter. Ich denke mal, dann kommt irgendwas. Herman. Echt jetzt? Oh! Eine Verfolgungsjagd. Gib's auf, du wirst mich nie fangen. Hast du letztes Mal auch gesagt. Ich will dir nichts tun. Mach dich nur langsamer. Wow, wie überaus. Fett. Dann geht's dir direkt los. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir... Hab dich. Jetzt plaudern wir. Ich sagte, genug geplaudert. Notiert. Oh. Und dann nochmal. Herman, warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt... Dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Ich hab genug gesagt. Spidey muss ja wirklich eine laute Stimme haben, ne? Wenn er 50 Meter weit weg ist und der ihn immer noch versteht. Wirklich die Filme gucken, weil ich habe keine Ahnung, wer das ist, um ehrlich zu sein. Nee. Weißt du was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Und später. Geht's ja so direkt mit Action hier los heute. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Mit der Papiertüte kann man den doch nicht ernst nehmen. Ich habe wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht ein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Dann reden wir wieder. Cool. Ob man halt mit dem Ex-Freund befreundet bleiben sollte, ist ja immer eine andere Sache, ne? Ach, ich weiß. Jetzt fällt mir gerade an. Wir haben in der letzten Folge vergessen, den Fähigkeitenpunkt zu verteilen. Ich glaube, jetzt haben wir sogar zwei. Ja. Was nehmen wir dann? Das nehmen wir. Hier haben wir ja noch gar nicht geskillt. Nehmen wir das hier. Ja. Geräte. Ist da was Neues verfügbar? Ah. Ich habe gar nicht geguckt, ob bei den anderen was zum Aufleveln ist. Ne, hier ist auch nichts. Weil hier oben?
Nö, ist nix. Weil ich kann doch nicht ernst nehmen mit der Maske auf dem Kopf. Ich ziehe irgendwie was Normales an. Wir nehmen das hier. So. Aber auf jeden Fall haben wir eine Nebenquest wieder freigeschaltet. Was sind das für Dinge? Ach, das sind Nebenquests. Da hatten wir eben schon eine gehabt, ne? Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach ein bisschen die Hauptquest. Weil ich das einfach in der letzten Folge gesagt habe. Und ich auch wissen will, wie es weitergeht. Grüße vom Kingpin. Hm? War da nicht? Ach, da! Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Das war schon? Wow. Ich glaube, bei diesen Zwischensequenzen und wenn das halt ein bisschen schneller vergangen geht, bin ich, glaube ich, was leiser. Ich wäre ja sowieso nicht die lauteste, aber ich glaube, dann sage ich am besten nichts, damit ich halt das auch nicht verkacke. Oder dass man halt das, was da gesagt wird, auch verstanden wird. Also, das mag ja auch keiner im Film, wenn jemand die ganze Zeit quatscht, wenn da andere Leute reden. Oh, soweit. Soweit. Dann gehen wir hier mal rein. Müssen wir nach oben oder geht das auch hier? Wir müssen natürlich nach oben. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Ach, ich könnte auch was essen. Habe ich nichts dagegen. Ich glaube, ich mache mir gleich eine Pizza. Immer am Handy, diese Jugend. Ich glaube, ich bin auch nicht besser. Ich bin auch viel am Handy. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Wir haben ja letztens hier alles schon angeguckt. Ich denke mal nicht, dass da was Neues ist. Wo man oh, Peter. Ich schreibe einen Krimi, der gucken dir gefallen kann. Ich würde das Spiel jetzt nicht einschätzen, dass jedes Mal, wenn man einen Ort verlässt, dann immer was Neues kommt nach einer Zeit. Wir müssen da hinten hin. Ob der wirklich im Spider-Man-Anzug dann beim Burgerladen reingegangen ist? Ist auch ein bisschen komisch. Achso, eine Etage nach oben. Da geht's rein. Dann schauen wir mal. Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Okay. Ich gehe mal davon aus, dass sie weiß, dass ich mit... Oh, keine Karte. Dass sie mit sich mit gefährlichen Leuten anlegt, ne? Hey. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen.
Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Dann gehen wir wieder raus. Diesmal habe ich an den Timer gedacht. Bis jetzt lief es gut, aber die sind jetzt alle, glaube ich, so 24 Minuten etwas lang, die Folgen. Ich glaube, das ist auch eine Zeit, wo man sagen kann, das ist okay. Ich habe noch Zeit, bis ich zu Doc ins Labor muss. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Spidey-Arbeit. Okay, dann machen wir das doch, wenn er das sagt. Dann gehen wir da hinten hin. Neue Nebenmission freigeschaltet. Ich glaube, das machen wir auch in einer Folge wirklich. Dann nur Nebenmissionen. Und jetzt tun wir erstmal so die Kleinigkeiten abklappern. Ich habe jetzt gedacht, das ist jetzt so eine längere Hauptquest, um ehrlich zu sein. Aber, es waren jetzt eher zwei kleinere. Und nein, zu weit. Nein. Das sollte man nicht nachmachen. Weggeklickt. Besorgt. Bist du in etwas Gefährliches verwickelt? Oh, es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt. Entschuldigung, Verzeihung. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide Weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werde es ihm ausrichten. Hab dich lieb, Peter. Was so eine gute Idee ist, mit der Ex wieder zusammenzukommen, das ist ja... Ich weiß nicht. Ich glaube nicht wirklich eine gute Idee. Und ich habe gesehen, dass die Hauptquest aufgeploppt. Hallo? Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo. Was gibt's? Lance Corporal Tuxedo ist hier für eine Abprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur... ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch Parker, in Ihnen steckt so viel mehr. Na, oh, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Ja. Und na, ist wieder sowas. Naja, wir müssen es machen. Oder ich will es machen. Und Übung macht den Meister, ne? Eine Bodega überfallen, den Eigentümer gefesselt, den Wagen gestohlen. Naja, das schon, aber sonst sind wir nicht sauber. Oh, zu weit. Jetzt an. Oh, bitte, die Hupe spielt Dixie, ja? Endstation. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Ja, auf jeden Fall besser wie halt beim ersten Mal, ne? Jetzt habe ich irgendwie ein Thema angesprochen, wo ich wieder aufgehört habe zu reden, oder? So viel zur Gang, die nur zickzack kann. Ja. Ich vergesse immer alle Sachen, wirklich. Ja. Thema mit dem Zusammenkommen wieder mit dem Ex-Freund. Ich weiß jetzt halt nicht den Grund, wieso die beiden hier auseinander sind, aber ja. Meistens ändern sich die Gründe ja nicht, ne? Also. Aber
Aussehen halt selbst überlassen, würde ich mal sagen. Und da ist es wieder. Lokale Einheiten kommen. Ein Angriff wurde gemeldet. Brauchen mehr Einheiten auf der Lower East Side. So, dann machen wir das einmal direkt, wenn wir einmal hier sind. Und dann laufen wir wieder zur Hauptquest. Glaube ich. Ich kann mich entscheiden. Mein Tipp, die Einbrecher wohnen da nicht. Wow, alle haben ihre Schlüssel vergessen? Ich bin dran. Kleiner, ja? Klappt ja. Es weder mit Aufbrechen noch mit Eindringen. Besser Finger weg vom Einbruch. Oh, ich glaube nur nicht, dass sie auf den Tipp hören. Wir können ja auch einfach... Haben wir das schon gemacht? Nö. Wir machen einfach die Sachen auf dem Weg zur Hauptquest. Ich habe mich jetzt einfach umentschieden. Und... dann gucke ich mal auf den Timer und entscheide dann, ob ich dann noch die Hauptquest anfange oder halt das in der nächsten Folge stattfindet. Ich hab's eben nochmal versucht mit diesem Rucksack an dieser Kirche da. Ich konnte den da nicht aufnehmen. Ich tu gleich mal Spiel neu starten. Achtung, alle Einheiten. Vielleicht funktioniert's dann. Einheiten am Dungeon. Oder ich google das gleich mal. Vielleicht ist da wirklich halt irgendwie ein Bug. Ist aber blöd. Wirklich. Haben wir schon gemacht? Ach so, erneut. Nee, nicht nochmal. Ach so, ich hab, dann sind die rot, ne? Wenn man die schon hat. Nicht, also, so wie da oben. Dann hat man die noch nicht und dann ausgegraut. Okay. Nee, nochmal machen wir das nicht. Außer ihr wollt es, aber... da kommen ja noch ein paar. Wunderschön. Boah, die sind ja schon unfreundlich, diese Leute hier, oder? Also dieser ich glaube, das ist ein Radio, was da immer aufploppt und der, wo der Typ da immer Spidey misstraut, oder? Aber das ist ja auch nicht gerade freundlich. Ich weiß jetzt zwar nicht wieso, aber... erledigt. So. Dann machen wir die drei. Ne? Hä? Ich muss mich noch einmal gegen falsche Anschuldigungen von MacDonald, MacGargan, alias Scorpion wehren. Wie bereits dargelegt. Das meinte ich mit diesem Radio. Ihm übernatürliche Stärke, Tempo und einen Schwanz zu verleihen, finanziert. Wir wollten einen Anti-Spider-Man erschaffen, der keine Bedrohung ist und Quergeister stoppt. Ich wusste nicht, dass er irre ist. In seinem Lebenslauf stand nicht Psychopath mit Vergiftungsfetisch. Seine Klage ist nur ein Versuch, alles okay? Seine Strafe im Raft zu verkürzen und mich für seine Taten verantwortlich zu machen. Und dagegen wehrt sich J. Jonah Jameson. Okay. Ich verstehe es manchmal nicht. Wieso sollte ein Superheld böse sein, wenn er doch die Leuten hilft? Ich glaube, es gibt immer welche, die dann immer rummeckern. Das ist ja wirklich... im echten Leben. Man kann es den Leuten nie gerecht machen. Cooles Fenster, aber
Hab immer das Gefühl, dass da drin irgendwas Seltsames abläuft. Was gibt's, Spidey? Ich bin ein großer Fan. Haben wir alle. Ja, ich laufe jetzt einfach. Ich guck mal kurz. Wir haben noch 5 Minuten. Wir laufen einfach schon mal in die Richtung, würde ich sagen. Hey! Wo ist er denn? Ah, da! Ich hab eben, glaube ich, irgendwas. Ich werde dir das Hirn wegschießen! Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. So, fertig. Dann. Ja, wir laufen jetzt einfach mal Richtung der Hauptquest. Entschuldigung, Verzeihung! Ja, das finde ich auch. Er wird nicht genug gelobt. Die Leute sind wirklich teilweise total unfreundlich. Wieso auch immer. Da war wieder der Sound weg. Komisch. So. Würde ich mal sagen, wir machen hier Schluss und werden wir in der nächsten Folge die Hauptquests weiter verfolgen und mal gucken, wie es weitergeht. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.